Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Okay, hört auf, mein Gesicht mal mit diesen Sprechblasen zu verdecken, verdammt. In der letzten Folge haben wir das Unheils-Giginox erledigt. Und jetzt wollen wieder einige Leute mit uns reden. Das heißt wohl, wir können den neuen Rang wahrscheinlich öffnen. Guck mal. Die größte Entdeckung aller Zeiten. Keiner findet Rathalos, der Stiel ultimative Maske. Dämliches Viech drüben auf Ödnisinsel. Hä, du willst wissen, wie Kayama Vieh gewunden? Möglicherweise kann man sich etwas fehlt auf Weg zurück von Jagd. Nein, kann ja mal anders formulieren. Auf Weg zurück nach von Jagd Kayama absichtlich wählt falsche Richtung und sucht Rathalos. Diesmal er erscheint. Noch besser, Stibitzner Rathalos hat noch ultimative Maske. Kayama sie nicht sehen, aber weiß, dass sie da ist. Kayama schon zur hübsche Gildendame gegangen, um Quest anzumelden. Also komm, nicht rumstehen, wie Salzsäule. Holen wir Maske. Okay. Du hast noch ein paar Sachen hier eingesammelt, finde ich gut. So, und du sagst jetzt aber gleich, Oka, Oka, Cha Cha, Cha Cha hat Gerücht gehört. Kayama hat Rendezvous mit Rathalos, feuriges Rendezvous. Nur schade natürlich, dass Kamea findet, legendäre Maske Akalaka. Depp ist schuld, dass Cha Cha verlor Maske an Rathalos. Cha Cha ist jetzt Chaka egal. Jetzt Cha Cha genießt neues Leben als Meister Maskenmacher. Cha Cha so beschäftigt mit Tieren denken über neue Maske Alaka. Bei dem Fall krüppelst du hier echt dein Sprachzentrum, ey. Wow, hast du gehört, was das Kerlchen gesagt hat? Ja, alle beide. Offensichtlich hat dieser Rathalos eine Art ultimative Maske geklaut. Keine Ahnung, was da so ultimativ sein soll, aber ich würde sie gern selbst sehen. Also, tada, diese Questanfrage kommt von unserem klitzekleinen Kumpel. Jage den Rathalos und schnapp dir die ultimative Maske, das ist ganz heiße Ware. Und vergiss nicht auch den kleinen Kerl mitzubringen. Auf geht's zur Reise des Erwachsenwerdens. Ist das eine dringende? Ja, okay, ist eine dringende. Dann machen wir erstmal diese hier. Und da sind noch mehr aufgetaucht. Was? Giginox und Unheils-Giginox. Ja, drei Giginox in Folge. Willst du mich eigentlich? Ja. Ja. Okay, offscreen. Wird vertagt. 13.000. Golden in der Wüste. Erlege einen Jen Moran oder wehre ihn ab. Okay. Ah, na gut, mach mal das. Jen Moran. Ja. Drachen Elster. Das seltene Erz aus den Gewaltierungen dieses Drachen macht sie zu dem Symbol des Reichtums. Sie schlucken große Mengen an organischem Material und werden immer von räuberischen Deluxen umgeben, wodurch Seeleute sie aufspüren. Okay. Dann machen wir wieder das übliche. Königstrüffel und Himmelsbrot. Glückskatze, Zahl der Belohnungsobjekte. Ja, ich gehe immer auf solche Sachen in letzter Zeit, weil ich bin so geil auf die ganzen Sachen. Schmeckte erstklassig. Bams. Glückskatze, sehr gut. Aber nur manchmal ist das aktiviert, ne? So, ich habe wieder das übliche Zeug dabei. Dann machen wir mal Grollen in der großen Wüste. Schön. Wir haben ein ganz neues Viech. Und wir sind in einem Schiff, so wie das aussieht hier. Ich krieg sofort Sachen gut. Okay. Spitzhacke. Okay. Kann ich von denen irgendwas abbauen oder was? Ballistenmunition. Ach, 10 Stück. Oh, was? Ich nehme einfach hier alles mit. Okay, was ist hier los? Oh, cool. Ja, okay, ich habe ja so Drachenschiffe vorbereitet, aber ich dachte jetzt nicht, dass ich das benutzen kann. Okay. Er ist ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. Okay, ich glaube, das Viech ist sogar größer als der Cerberus. Gott. Ja, ich werfe mal einen Farbball auf jeden Fall, den mal aus den Augen verliere.
Kann ich hier runterfallen? Ja. Was zum? Was ist das? Was? Was ist das? Nein. Ich hoffe, das gilt jetzt nicht als tot sein. Was zum Teufel? Ja, ich nehme mal das hier Ding. Okay. Schieß mal auf dein Horn. Schieß mal auf das Horn, das bringt's wahrscheinlich. Da war schon wieder so eine glorreiche Jägeraktion von mir. Was? Ich habe nur eine halbe Stunde mehr gerade. Oh Gott, Hilfe! Kanonen, sind ja Kanonen? Kann ich auch benutzen? So, gib mir deine Ohren. Oh, der kommt näher, der kommt näher. Hilfe. Das ist aber episch. Vor allem die Musik auch noch. Ja, schon der Kampf gegen Zeraldus war irgendwie. Okay, dann mal. Ja, schon der Kampf gegen Zeraldus war schon ein bisschen übertrieben episch. Ich. Ist das bescheuert? Oh, ich sehe auch, der hat gerade Ärzte, weiß ich, drauf am Rücken. So, aber ich werde wohl irgendwie da raufklettern können, oder? Nein! Verdammt! Das ist glorreich! Ja, der Kampf könnte interessant werden. Würde nicht überraschen, wenn das schon wieder so ein stundenlanger Kampf sein wird. Weil ich irgendwie voll schneiden muss, wie blöd. So, kannst du mal aufhören, so nah jetzt an mir dran zu sein? Ja, was? Hier kann ich drauf, oder auch nicht? Oh, hi. Moran Rückenpanzer. Oh Gott. Sag mal geil. Was steht da auf der Kolossus? Oh Gott. Was ich nur mal dich angreifen kann, ne? Muss hier jede Flosse irgendwie kaputt hauen oder was? Ich glaube, das Horn, hallo. Das war mal richtig geil gemacht. Guck mal mein Schwert an, weißt du, wie viel Schaden ich damit ausrichten kann? Oh Gott! Wie ich immer da lande, ne? Dann soll ich vielleicht ein bisschen weiter weggehen, damit ich mit einem Ballisten auf dich schießen kann, ne? Das ist ohne Scheiß bis jetzt der epischste Kampf hier in dem Spiel, finde ich. So, komm mal her. Nein. Okay, doch. Okay, was macht der? Ich glaube, der geht auf der anderen Seite, ne? Das ist doch mal geil. Was bist du? Sind da noch mehr? Noch was zu tief. Das ist ein Adler. Doppelt ab. Okay. Ich glaube, ich gehe mal kurz. Wie kann ich überhaupt runter wieder?
Was war das jetzt? Ah, ja, super. Sag mir doch mal einer, was ich hier machen muss. Ich glaube, das Ding ist direkt über uns, oder? Einer. Was zum? Okay. Ich übrigens keine Ahnung, was ich hier mache. Einer. Was wirklich so klug ist, sich mit so einem riesigen Viech hier anzulegen. Oder kann ich hoch, oder? Hi, na? Wie geht's denn so? Ach, Mann. Ist bestimmt die Hörner kaputt, Mann. Dann machen wir mal eine volle Aufladung. Weil das ist im Moment das Einzige, was ich angreifen kann. Dum, dum, dum. Ich habe Großschwert, hallo. Müsst ihr doch locker bringen. Hier soll maximal Schaden, den ich hier raushauen kann. Was? Warum konnte ich nicht Dings machen? Wenn ich versuche, den Schwanz abzutrennen, kriege ich wahrscheinlich nicht ab. Ja, den Angriff will ich die ganze Zeit machen. Irgendwie klappte der nicht. So. Einfach schön auf das Ding hier draufhauen. Der macht das manchmal nicht. Warum nicht? Weiß nicht, soll ich entweder langsam oder schnelle Schläge machen? Oh Gott, ich glaube, der freut sich jetzt. Schnell noch ein paar Schläge drauf. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie Schaden bringt, aber was soll's. Der Jagdgong ist bereit. Was bedeutet das? Du willst mich auch aufklären. Das wisst ihr schon, oder? Ich hoffe, das bringt überhaupt was. Ich hoffe es wirklich. Ich bin genau da, wo ich ihn wollte. Oh Gott. Ja, ich flieg runter. Erinnert mich irgendwie an Sinn aus Final Fantasy 10. Ein epischer Kampf. Hier ist noch Ballistenmunition. Ich könnte auch hier drunter chillen, ne? Hey. Was macht dieser Ballistenkong? Was kann ich damit machen? Du musst mir jetzt schon sagen, ne? Oder kann ich mal untersuchen? Kanonenmunition, okay. Ich hoffe, der schießt sie nicht direkt. Ach so, dafür ist der Gong wahrscheinlich da, ne? Doch, der ballert die direkt weg.
Nein, ich kann nicht mehr machen. Oh Mann, da liegt irgendwas Glänzendes. Will ich haben. Kleines Goldei. So, jetzt nehme ich mir mal eine Kanonenkugel. Oh, habe ich da was kaputt gemacht? So, ich gehe rein. Oh, da ist wieder was Neues gewachsen. Warum kann ich das nicht? Ja, ich gehe auf jeden Fall nicht umsonst hier raus. Das ist ohne Scheiß jetzt der epischste Kampf überhaupt. Oh nein, wieso konnte ich nicht aufs Schiff landen, Mann? Ah. Sehr schön. Was passiert, wenn hier 4 Leute vom Boot fallen? Gut, ich brauche keine Ausdauer oder irgendwie sowas. Warte, hier komm. Du kriegst noch einen in die Phrase. Ich weiß natürlich immer noch nicht, wofür der Gong da ist. Ich probiere noch mal jetzt, wo der so nah ist. Okay, geil. Hat's das gebracht? Ich glaube, wir gewinnen. Bist euch. So, ich möchte noch das Horn hier abtrennen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe da schon ein paar daneben gehauen. Oh, geh weg. Gott, der haut ab. Also ein bisschen an wie Godzilla. Hey, komm raus. Wo bist du? Wahrscheinlich, wenn er mit dem Gesicht gewesen wäre. Ja, wie soll ich denn das abwehren, bitte schön? Warte mal. Komm mal her. Achso, ich dachte, er wäre jetzt hier so enthaken. Wie habe ich denn das nochmal aktiviert? Letzter Showdown beginnt. Was? Willst du mich ver... Nein. Geh bloß weg, Mann. Zu weit. Gott, das war eine Art riesige Viecher. Jetzt müssen wir doch so bekämpfen. Das ist zu weit. Okay, dann gehe ich dahin. Kaya, Mann, lass mir was übrig. Komm schon, so groß ist das Viech doch nicht, oder? Dafür erstmal ein riesiges Steak. Für einen riesigen Gegner. Gott, das hat wie groß. Ihr sagt mir, ich kann da irgendwo hoch. Muss schon ein bisschen näher kommen, damit ich mit den Kanonen irgendwas anrichten kann oder so. Warte mal, der Schwanz. Ob ich den noch abgetrennt krieg, ne? Ich kann da gar nicht hin. Ja, eben das Ding. Autsch! Oh.
Weiß halt, dass hier ist Monster Hunter, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir gegen so große Typen kämpfen würden. Ehrlich gesagt. Der ist ja riesig. Ah! Okay, ich glaube, ich sollte mal langsam zurückgehen. Der zerquetscht mich. Hilfe. Warte mal, hier. Mal steckt die Waffe weg. Der muss mich jetzt nur einmal gekonnt hier treffen und ich bin weg. Warte, ich habe hier noch ein paar Bomben. Was sagt? Oder das? Er wird schon irgendwie treffen. Au! Ja, der ist bis genug nah genug dran. Ein Horn kriege ich nur ab. Eins. Hoffentlich. Ah, geh weg. Geh weg. So, ist ein Kanone hier rein. Meine Dinger sind immer noch da am Stehen. Mach doch mal was. Explodiert. Irgendwas. Na, sehr gut. Da ist eine Kanone da rein. Okay, das war schnell befreit. Verdammt. Oh, sehr gut. Schascha hat da dran. Also wenn ich die Möglichkeit habe, eine Kanone zu benutzen, dann benutze ich die Kanone lieber. Ja. Hat den sein. Ich weiß es nicht. Warte mal, das Ding hier. Kann ich das Ding irgendwie benutzen? Jawohl, das geht bestimmt da nach vorne, der Teil. So, komm mal näher. Ein ganz kleines bisschen, ja, genau so. Meist ist er wieder weg. Ganz ein bisschen näher wieder. Stech. Was hat Viech erledigt? Sehr gut. Jo, der Torn ist kaputt. Ha, frisst das hier. Was ist das? Ich glaube, der haut ab. Oder? Er kommt irgendwie näher. So, komm. Da kommt doch schon so eine Siegesfanfare. Ich glaube, jetzt können wir verrecken, ne? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach weiter. Ich kann nicht weitermachen. Nein! So ein Dreck.
Ah, okay, gut. Der schießt die ganze Zeit mit dem. Sehr gut. Oh, warte mal, der sieht verletzt jetzt aus. Bin ich eigentlich irre? Aua! Sein Kackhorn getroffen. Warte mal, gibt's da irgendwas? Ja, genau, ich muss eine Kanonenkohl von da aus dahin schleppen wahrscheinlich. Ja, weiß man ja nicht. Die Siegesfanfare wiederholt sich hier die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Warte mal, warte mal, warte mal. Enthaken, enthaken. Komm her. Ah. Oh. Nix da. So, Blindspot. Ich bekämpfe da mit dem Schwert locker. Oh Gott. Wie lange soll das jetzt denn noch gehen? Haben wir jetzt gewonnen oder nicht? Verdammt, der ist noch nicht bereit. Verpiss dich! Wir sind ein bisschen zu nah, ihr Kollege. Oh Gott, ich glaube, der schmeißt sich wieder auf uns, ne? Mit seinem Schwabbel. Ja, komm, ist einsatzbereit. Verpiss dich! Ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt hier gewonnen habe oder nicht, bis jetzt. Ich hoffe doch. Das war echt episch. Kannst du nur immer wieder sagen. Ja, ich kann halt nichts anderes machen als erwarten im Moment. Ich habe das Gefühl. Oh, leck mich. Sag mir das doch. Boah. Ich schon sagen, das sah schon ein bisschen verdächtig aus. Was? Warte mal locker hier. So, jetzt noch das letzte Ohren am besten weghauen. Hat nicht so lange gedauert eigentlich. Wir schießen dann noch. Also erreiche ich nicht. Will ich das Ding wieder benutzen? Ich will nicht ein Goldei haben, ich will Harpunen haben. Ballistenmuni. Ihr sollt nichts da sammeln, ihr sammelt mir die Dinger hier weg. Okay, Ballistenbinder. Ja. Warte, ich dachte, er wäre Ding. Was hat das Ding da? Nee. Da stand der Ballistengong. Ich kann nicht lesen. Wir sind so viele Munition.
Aha. Also genau da, wo ich stehe, fällt ein Stein runter. Und er hat sowas von keinen Bock mehr. Jetzt geh doch mal. Okay, was zum Teufel ist denn bereit? Der Jagdgong ist bereit. So. Bist dich mal. Mich dann andere auch noch kaputt hauen. Auch wenn das vielleicht nicht mehr geht, ne? Nicht mehr so das Gefühl. Bald. Ja, da war zu weit. Ich meine zu hoch. Ich dachte, er haut ab. Also die schießen die ganze mit Ballisten. Ja, kommt schon ab. Er ist echt abgegangen, jawohl. Jetzt fahr ich. Wart. Ich habe schon so viel auf den draufgeballert, ne? Das stimmt, der ist immer noch nicht kaputt. Doch, ein bisschen davon ist kaputt. Also der ist auch schon im Eimer. Der hat doch keine Lust mehr. Das Drachenschiff wurde zerstört. Was? Willst du mich ver... Ah? Boah, was ist denn das für ein Dreck? Ah, was ist das? Boah, ehrlich, was soll der Kack immer? Genau wie bei uns Theodos. Ein Drachenschiff wurde zerstört, man kann ja zerstört werden, Mann. Boah, ich gehe da sofort wieder rein. Gibt's doch nicht. Oh. So, ich glaube, man kann auch irgendwie Ballista-Schaden erhöhen. Zeit von Belieferung von Kombination, nein. Boah, ist das ein Dreck. Bleibt man Flüchtling. Hey, wenn du aber einmal was suchst, ne? Ja, der Ceratops war ja auch wieder so ein langer Part. Kann man das ja auch wieder länger machen. Bringt mich hier schon wieder so sehr auf. Jetzt finde ich hier die Ballista-Stärkung nicht. Na, egal. Aber was soll's. Man hat einfach. Ich hoffe, das ist genauso wie beim Ceratops. Das weiß ich nicht, dass den seinen Schaden erhalten bleibt. Weil ich mich nicht schon wieder die ganze Zeit von vorne machen. Ich hoffe schon, dass den seinen Schaden bleibt. Nein, war.
Wenn ich dann schneide, wenn denn seine Hörner wieder da sind. Dreck. Und er sieht wieder voll geil aus. Okay. Dann mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns, weiß ich nicht, bald wieder. Ich pause ja mal, ja. Ciao. Okay. Das Ding kippt die ganze Zeit wie ein Besoffener um. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe mir einfach vorgenommen, dass jedes Mal, wenn er diesen Bauchplatscher versucht, den Gong zu aktivieren, und das hat den auch aufgehalten und direkt umfallen lassen. Also ja, das hat schon mal ein bisschen geholfen. Ja, jetzt bringt das natürlich nichts. Da, ich habe den Gong gerade aktiviert. Was zum Teufel? Wie soll man das denn aufhalten? Das Schiff geht doch irgendwann sowieso kaputt. So, so machen, oder? Nee. Ich weiß auch nicht, wie man den Ballistenbinder einsetzt. Vielleicht geht das Schiff wieder kaputt. Das ist der Binder. Ich weiß jetzt langsam echt nicht mehr. Ich suche alles Mögliche. Ja, so schnell hintereinander kann ich die Dinge auch nicht benutzen. Also bringt das nichts. Jetzt? Nee. Der macht das Schiff wieder kaputt. Was soll ich denn dagegen machen? Der Jagdgong ist bereit. Boah. Mach bitte jetzt nicht wieder diesen. Boah. Mach jetzt bitte nicht wieder diesen Bauchklatscher. Wenn es geht. Guck mal, wie schnell er immer macht. Wie soll ich denn das verhindern? Schaffe ich nicht. Wahrscheinlich muss ich auch nur ja Ding überleben lassen, ne? Das Schiff. Also voll beschissen. Das macht er jetzt schon wieder. Ja, so schnell kann ich das doch nicht mal machen. Versteht ihr? Er geht ein bisschen zurück, glaube ich. Ich habe das Ding noch getroffen, glaube ich. Oh Mann. Ich habe eine Bombe auf den seinen Rücken auch mal irgendwann gelegt. Ist auf jeden Fall gebracht. Er geht gleich schon wieder kaputt, das Schiff. Kann mir mal einer sagen, was ich dagegen machen soll? Verstehe einfach nicht. Nein, kein Diamantsamen. Der hat das Schiff gleich wieder kaputt. Sehr doch. Oh, wenn er jetzt wieder den Bauchklatscher macht. Ja, jetzt kann ich wieder nicht machen.
Nein, ich will da nicht rein. Oh Gott. Okay, ich dachte, er macht wieder so ein verdammtes Kraut. So, ich will ein Horn noch kaputt hauen. Macht es mir aber unnötig schwer, ne? Vor allem, du wirst auch wieder hier reingeschmissen, ohne zu wissen, was du machen sollst. Ich hätte gerne mal vorher gewusst, dass das Schiff kaputt gehen kann. Ach man, jetzt habe ich auch noch die ganze Zeit. Ich beinahe Dinge benutzt. Oh Gott, ich bin leicht tot. Na. Oh ja. Ich bin schon wieder zu nah. Ja, geil. Was ist da für ein Dreck? Das Ding ist ein bisschen zu nah. Oh Mann, macht ihr denn? Nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Und mir ist die Dingsmunition ausgegangen. Super. Finde ich geil. Muss wahrscheinlich hier nur überleben, ne? Dreck. Und jetzt haben wir keine Dingens mehr. Jetzt habe ich gar keine Ahnung, was ich machen soll. Kannst du mal bitte verrecken? Danke, er war sehr gut. Schieß den kaputt, Mann. 5 Minuten, komm schon, überleben wir nur noch. Ich hab gelacht. Ich habe keine Kanonen, ich habe keine Harpunen. Mit sowas war ein Tod. So, was das hier habe ich noch? Hier, was ist das? Wie gesagt, was ist das? Das war irgendwie besser geklappt. Ich auf den dann Rücken war. Ja, super. Ey, was soll ich denn machen? Ich hasse das. Ich hatte nichts mehr, was ich machen konnte noch. Boah, es hat mir bescheuert. Oh. Nein. Ich würde sagen, wir machen mal weiter in der Story. Und dann ist mir zu blöd. Was willst du denn hier noch? Juckt Kitta laut Uwasa sehr mächtiges Monster auf Jagd sein. Uwasa meinen für Geheimdienstnetzwerk, sagt mir also alles vom Weltbeste Restaurants. Nani, komm zur Sache, du sagst, also, na gut, Uwasa sagen, neues Monster, sehr gemein, kann große Explosionen machen. Guck an! Das alte, was Uwasa im Moment sagen. Der war singend rufen. Ich hab, was? Super. Sagst du irgendwie sowas? Na super. Ja, ein Rathalos. Ein ganz normaler Rathalos. Leckt mich. Na gut. Dann weiß ich nicht.
beende ich den Part hier und wir versuchen ein andermal gegen dieses Viech zu kämpfen, wenn ich ungefähr weiß, was ich machen soll. Bis dahin, tschüss.